Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Und ich habe wieder vergessen umzuschalten auf 60 FPS. Naja, egal. Wir sind aktuell bei unserem, wie hieß das, Herrenhaus am Bauen. Unser Herr hier, unser guter alter Walter, der baut weiter schön am Herrenhaus. Und sobald das fertig ist, hat er noch ein paar Aufgaben vor sich. Aber es sind ja, glaube ich, noch irgendwo zwei Hyopais unterwegs. Oder einer wird sicherlich gleich mal zum Bauen eingesetzt. Aber lasst uns die Zeit fortsetzen. Ah. Foundation macht irgendwie voll viel Spaß. Dieser relativ gute Look versus diesem bisschen skizzierten Look macht schon was aus. Bleibt mal stehen. Jungs, stopp. Ihr braucht einen Job. So, du wirst Baumeister. Und ein Baumeister hat immer was zu tun. Und du wirst Holzfäller? Auch wenn ich denke, dass uns bald das Holz ausgeht in der Karte. Brauche ich denn aktuell erlaubt zu bauen? Abbauen und dann können wir den hier auch noch das Recht geben, alles wegzureißen. Weil die Ecke haben wir ja ordentlich schon gerodet. Bedeutet, bald müssen wir auch ausbauen. Das wird eher das Problem. So, unser Freund hier baut den Leuten mal schon die Hütte fertig. Wenn unser anderer Kollege hier schön das Herrenhäusel fertig baut. Ja, da wird hier schon ordentlich gepimpt hier. Pimp my house, würde ich da sagen. Wir schauen jetzt an der Straße auch ein bisschen hier so ein bisschen verteilt dann irgendwie das hinbauen. Ich finde es geil, dass die Leute jetzt schon in deren Häuser gehen. Na, guck mal, ich hab ein Haus. Oh, der hat sich einer angeschlossen. Das ist aber supi. Leute, der kommt auch gleich wahrscheinlich aus derselben Richtung. Der kommt sogar auf demselben Weg daher geschossen. Guckt. Ein Haus. Oh, ein Wohnhaus wurde fertiggestellt schon. Also, ja, ich mag nicht wissen, wie es von innen ausschaut. Aber ich würde sagen, der hat einen großen Keller. Und vor allem den Balken durch die Tür. Ich würde mir jedes Mal den Schädel anhauen. Wie oft noch, Jungs? Euer Haus steht noch nicht. Ihr wohnt am Hang. Und vor allem habe ich das Wohngebiet nicht eh schon voll groß gemacht eigentlich. Warte mal, Wohngebiet. So, warte mal, wir tun jetzt mal hier. Da wird ja nichts mehr abgebaut. So. Oh, das Herrenhaus ist fertig. Oh. So, was kann ich denn hier machen? Allgemein, Gebäudeteile. Holzerweiterung, Hauptgebäude. Du bist die Schatzkammer. Du bist die große Halle. Und du bist der Studienraum. Eure Halle. Die Gesandten werden hier untergebracht. Multipliziert den Punkt der Gebäudeteile um 2. Ermöglicht es euch, die Dorfbewohner zu einem höheren Rang zu befördern. Ich muss jetzt irgendeinen Leibeigenen festlegen. Warte mal. Du stehst da gerade so schön. Du bist Baumeister Level 2. Hausanzeigen, Arbeitsplatzanzeigen, Dorfbewohner. Ach, du bist der Neuankömmling. Ja, du bist Neuankömmling. Ich habe jetzt gerade nur die Neuankömmlinge. Wie kann es denn sein, dass ihr alles nur Neuankömmlinge seid hier? Hier, Leibeigener. Und wie mache ich jetzt Leute zu Leibeigenen? Schaltet das Lagerhaus in der Arbeiterschaft. Ah. So. Erledigt, oder? Es sind schon wieder zwei Leute, die sich angeschlossen haben. Unglaublich, Leute. Unfucking glaublich. Und jetzt können wir einen Lagerplatz bauen. Das auch mal gleich geschehen muss. Wo ist denn der Lagerplatz? Lagerhaus. Ist ein Lagerhaus? Was ist los? Beförderungsrang, mein Herr, für einen gewissen Preis könnt ihr eure eigenen Dorfbewohner auf einen höheren Rang stellen. Es werden 80 genügende Forderungen für heute wegtreten. Robin ist arbeitslos!
Aber ihr werdet trotzdem alle befördert, weil ich nett und lieb bin. Und wo ist dieses Aber? Lang lebe die Beute, der König, was? Eure Armee wird immer stärker. Ja, ich hab doch gar keine Armee. Was labert ihr? Warte mal, so hier hindrehen. Warte mal, wir drehen dich so hin. So hin. So. Ich habe irgendeinen Arbeitslosen. So, wo ist dieser Arbeitslose? Wo ist er? Er stand da, ich hätte einen Arbeitslosen. Wo sehe ich all meine Dorfbewohner? Budget. Aha. Jetzt war nur ein kleiner Hinweis. Nee. Alles gut, ich will nur... Ja, irgendwo muss ja dann dieses Arbeitslos... Arbeitslos, hier guck mal an, die dumme Kühe. Sammlerhütte ist voll Holzfäller. Zack, bist ein Holzfäller geworden, Scheihan. So schnell geht es bei uns. Zack, zack, Job hier. Also... Ich verstehe auch nicht, wieso... Okay, vielleicht ist das sogar steiler... Okay. Also das ist echt anstrengend. Ich würde eine Treppe bauen. Wir müssen auch später mal die Wohnhäuser dann hier entfernen. Meine Maus spinnt gerade wieder. Meine Maus! Hast du schon wieder Arbeitslose eigentlich? Oder wie schaut das aus? Schon wieder eine Arbeitslose? Alter, wo kommen denn die auf einmal her? Ja, so hier. Ich krieg schon plus 10. Das ist aber nicht schlecht, oder? So ganz easy plus 10 zu machen. Ein paar Alter, das wird immer mehr. So, der Willi bald, der wird jetzt, bringt jetzt bald mal 10 Steine vorbei. Das ist doch gar nicht schlecht. Alter, ich muss echt bald die. Nein, jetzt! Meine Maus! So, jetzt. Ah, oh, schau. Wie viele Bären haben wir hier aktuell auf Lager? Nur noch. 94. Das könnte problematisch werden. Wir brauchen mehr. Und wo kriege ich noch mehr Bären da drüben? Bedeutet das alles annektieren, damit wir das ganze Holz zusammenkriegen? Wäre wahrscheinlich gar nicht doof. Wenn wir das annektieren, können wir sicher nicht da das bisschen Bären dazu. So, dann hätte ich gerne einmal Holz, Stein, Bretter und Steinblöcke, die hier drin gelagert werden. Warte, wir haben noch gleich einen neuen, der in unserem Dorf ankommt. Das ist Henry. Wer bist du? Du bist eine Schreinerin. Und wer bist du? Träger. Weil dann soll unser Träger gleich mal die Steine auf. Oh, guck mal, da kommen gleich die Bretter rein. Das ist super, das ist schön. Und wir haben 190? Unser Lagerplatz sagt bloß, wir haben 100. Oder tut die alle hier da unten in ihrem Laden so viele Tonnen einlagern? Du hast 48 auf Lager, das reicht doch wohl. Lass den Rest doch... Mein Gott, meine Maus! Meine Maus spielt. Ich kann sie nicht... Ich weiß nicht, was teilweise meine Maus hat. Die dreht teilweise echt voll durch. Jetzt habe ich sie wieder, oder? Ja, jetzt habe ich sie wieder. Oh, ich habe sie wieder. Oh, schön. So. Ja, das ist ein cooler Platz für so einen Dorfplatz, oder? So schön am Meer. Holzfäller kann keine Zusätze... Oh, ja, scheiße. Jetzt sind wir an dem Zeitpunkt angekommen, wo wir kein Holz mehr haben. Kann ich irgendwas bauen? Warte mal, hier gab es doch interessante Sachen. Holzwand, hölzerner Bergfried, hohe Steinmauern. Gibt es auch sowas? Hölzerner Bergfried, Waffenschmiede, Handelsbonus, Dorfkirche. Holzwerk, ja, ich weiß, dass wir kein Holz mehr haben. Das ist halt ein bisschen problematisch aktuell. Wir brauchen einfach nur ein bisschen mehr Gold, dann hat sich das alles schon wieder. Freischalten der Handelsrouten.
Belohnungen, ein freier Landstück. Oh, ein freier Landstück. Wie kriege ich Handel? Army Manager, Territorium, Handel. Warte mal. Nee, war das Budget? Wenn ich jetzt wüsste, wie ich normalerweise meinen Overlay ausschalte, was ist das? Dann ist das Handel, Haarschein. Ganz falsch für 20 Bretter. Machen wir doch. So. Ich krieg einen freien Landstrich. Oh, das ist schön. Das ist fein. So. Und den kriege ich kostenlos dazu. Aber ich habe noch. Haha. Ich würde halt gern anfangen, da drüben das Dorf zu bauen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich die beiden Teile freischalte, habe ich Nahrung und alles für Decades. So, ich würde mal sagen, Holzfäller, ihr kriegt hier neue Stückchen zum Abbauen. Und zwar all das hier weg damit. Tut's weg. Ihr könnt hier gerne fürs erste Mal alles radieren. Ist mir Lade. Ich tue jetzt mal das ganze Teil hier zum Ackern freigeben. So. Dann sollen sie mir erstmal hier alles freischaufeln und dann können nachher die Dorfbewohner dort ihre Stadt, ihr Dorf erweitern. Dann soll es halt da außen rum jetzt wandern. Wenn halt dann so. Oh, keiner hat beschlossen, sich anzuschließen. Auch schade. Aber was bist denn du jetzt eigentlich schon? Du bist schon wieder ein Arbeitsloser. Jo, du, wir hätten noch ein bisschen Holz-Steinfällerei hier. Apropos, warte mal. Da war doch mal was mit einem Steinmetz, oder? Den habe ich gleich bis jetzt noch nicht gebaut. Steinmetzhütte. Die könnte sich hier so hinpflanzen. Die passt da super in diese Ecke rein. So. Ich glaube, den anderen Stein wird zu tief. Ein bisschen was. Jetzt kriegen wir plus 18 Gold schon. Das ist schick. Ich würde halt gerne auch irgendwann da oben freischalten. Beziehungsweise das Eck noch freischalten, weil dann haben wir noch mehr Holz. Wir haben ein Forsthaus. Vorabkosten 50, benötigte Wartungskosten auch 50. Ich frage mich, wo brauche ich so einen Forster zum Beispiel hin? Also, vor allem, was würde ich bewalten? Ich würde ja dann hier hinten so ein Waldstück erstellen. Oder so hier hinten drauf. Das ist ja wurscht. Ist ja alles easy, Jungs. Easy. So, Alter, das ist ja verknüpft hier alles so eng miteinander. Wie viel ist eigentlich noch drin? Kann man das sehen? Aber wann habe ich denn das? Jetzt brauchen wir erstmal eine Steinmetzhütte. Wir brauchen eh noch... Wo kriegen wir den Stoff hier eigentlich? Das ist nur so eine ganz blöde Frage. Wie viel haben wir auf Lager? 75,054,6. Das mit dem Holz, das haben wir noch nicht so ganz gut drauf. Was haben wir denn aktuell Holz auf Lager? Gar nichts, oder? Doch, 6 Holz liegt aktuell hier. Also ich glaube, das wird unsere Holzhütte hier extrem flott rausholen. Da sind wir zack, zack auf dem Weg. Ah, da kommen noch ein paar Hölzer. Haben wir einen freien Dorfbewohner aktuell? Schau mal, Robin. Robin hat sich ein Gesandter bittet um Audienz. Jo, was willst du denn? Mein Lord, wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. Liefern 30 Bergen, 30 Bären zu 60 Tagen. Liefern 30 Bären zur Obrigkeit. Pff. Belohnung 200 Gold. Bauen wir erstmal. Und wie liefere ich das jetzt? Zum Liefern klicken. Ah! Das ging easy. Warte mal, da wollen ein paar Leute geupgradet werden. Ja, alle befördern, Jungs. Ihr kommt alle zu uns dazu. Ihr gehört alle zur Familie. Ich sehe gerade... Oh, Essen, Weizen. Bedeutet, wir brauchen große Wiesenflächen.
Wo baue ich denn das hin? Eine Schneiderei, eine Weberei und eine Schie... Oh Gott, das Willen, das wird hier auf diesem eckigen Boden... Oh, hier, hier. Okay, dann ist es wohl doch gar nicht so doof, wenn wir... Oder wir machen hier hinten später richtig schöne Wiesenfelder. Oder hier ein Wald und dann hier so ein paar Schäfereien. Oh, ich treu. Aber bis dahin brauchen wir so viel Kohle erstmal. Wir kriegen aktuell plus 6. Minus 20 Einnahmen und plus 26 Ding. Rein theoretisch wird hier ja schon Stein schön verarbeitet. Ne? Bedeutet, der wird auch irgendwann die ganzen Steinblöcke dann haben. Ich bräuchte irgendwo eine Liste, wo ich sehe, wer denn, ob wir noch einen haben, der zum Beispiel keine Arbeit hat. Du bist arbeitslos. Ja, für Arbeitslose haben wir immer was zu tun. Hier, gerne mit dir. Du holst jetzt Rohstoffe. Zack, das ist doch super. Prima ist es. Was ist, wenn wir das jetzt hier annehmen und dann hier zum Beispiel ein Feld schon mal errichten? Aber Leute, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.